Jörg, ja, wir haben vor dem Spiel kurz gesprochen, haben gesagt, geil hier im Stadion zu spielen und am Ende, ihr habt es lange offen gehalten, am Ende 6:0, denkst du, 6:1, ja. Denkst du vielleicht ein, zwei Tore zu hoch oder wie ist deine Einschätzung zum Spiel? Ja, also ich sag mal, ich denke schon, wenn 3-1, 4-1 gewesen wäre, das wäre schon in Ordnung gewesen, schmälert jetzt ein bisschen unsere Leistung, das war schon ein bisschen hoch. Wenn ich sehe, wir haben die erste Chance im Spiel, die von der Linie gekratzt wird oder vielleicht hintere Linie, ich weiß es nicht. Dann bekommen wir eine Minute vor der Halbzeit bekommen wir das 2:1, wie gesagt, auch ein ganz ungünstiger Zeitpunkt für uns. Und ja, und dann sind zwei Leistungsträger, die bei uns verletzt raus müssen, haben dann die jungen Leute da, die sicherlich in so einem Spiel schon ein bisschen überlastet sind. Und so kommt dann das letztendlich zustande. Sicherlich war Frieser die bessere Mannschaft, da brauchen wir gar nicht überreden, aber ich denke, ein, zwei Tore war es doch schon zu hoch. Ich würde auch sagen, ich habe es oben von der Sprecherkabine gesehen, also ihr habt den WSC auf jeden Fall lange beschäftigt und geärgert. Ja gut, das wollten wir ja auch. Wir wollten natürlich beschäftigen und ärgern, aber uns fehlt im Moment, wie gesagt, auch einfach so ein bisschen das Glück in bestimmten Situationen und dann, wenn man da vielleicht mal in Führung geht oder mal auch einfach Glück wie kurz vor der Halbzeit hat, dass er eben nicht reingeht, das fehlt uns einfach im Moment, muss man ganz ehrlich sagen und ja, da können wir im Moment vielleicht schlecht mit umgehen. Ja? Gut, ich wünsche trotzdem alles, alles Gute. Euer Saisonziel ist ein gesicherter Mittelfeldplatz. Ich hoffe, ihr schafft's und ihr haltet die Liga. Ihr seid 12 Jahre dabei und ich denke mal, auch das 13., vielleicht auch das 14. und 15. Jahr sollte der TSV Aberhausen auf jeden Fall Bezirksliga spielen. Ich hoffe es, dass wir das schaffen. Es wird jetzt wirklich schwer. Wie gesagt, wir haben ja schon viele Spiele jetzt verloren. Man merkt schon so ein bisschen, das geht an die Substanz, ne? Muss man ganz klar sagen. Aber wir geben natürlich noch nicht auf, ganz klar. Alles Gute. Ja, danke. Dankeschön. Alles klar, ne? Benjamin Blaschek, 6:1 am Ende gegen den TSV Aberhausen. Auch wenn es ein bisschen lange gedauert hat, nach hinten raus verdient in der Höhe oder vielleicht doch ein, zwei Tore zu hoch? Nee, ich glaube schon, dass das Ergebnis auch in der Höhe absolut verdient ist, weil wir waren auch in der ersten Halbzeit klar die spielbestimmende Mannschaft, hatten auch gute Chancen, die wir dann leider nicht nutzen konnten oder in der letzten Aktion zum Torabschluss waren wir einen Ticken zu langsam. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht. Wir waren am Anfang sehr, sehr geduldig und irgendwann hat die Kraft bei Aberhausen einfach komplett nachgelassen und dann kam es natürlich auch folgerichtig zu den Toren. Also ich finde, auch in der Höhe verdient. Gut, jetzt muss man sagen, vor dem 1:0 für den WSC hatte Aberhausen eine gute Chance. Den hat Percy da gut von der Linie gekratzt. Dijk zunächst gut gehalten. Ja, aber das fängt vorne an. Eigentlich müssen wir 1:0 in Führung gehen. Ja, Brian Behrens muss einfach den Torabschluss suchen, wird dann nochmal auf Ibo querlegen und dadurch rennen wir in Konter. Klar waren wir da nicht gut geordnet, schlecht gestaffelt und da haben wir dann Glück, dass Percy von der Linie kratzt, aber eigentlich müssen wir dort in Führung gehen und dann, ja, hast du aber recht, da hatten wir ein bisschen Glück, keine Frage, aber ich glaube, Aberhausen hat im ganzen Spiel zweimal aufs Tor geschossen, das war dieser Ball, den du jetzt gerade angesprochen hast und dann halt noch das 1:1, was aus dem Nichts kam. Und ansonsten hatten sie keine gefährlichen Offensivaktionen. Klar kamen sie nochmal über Standards und bei der Größe sind sie immer gefährlich. Aber das haben wir heute sehr gut wegverteidigt und auch sehr diszipliniert gegengehalten. Und zwei Joker-Tore. Arian Scheider hat getroffen. Ja, freue mich ungemein für unseren Jüngsten, dass er reinkam. Und er hat die Woche sehr gut trainiert. Und wir wollten ihn heute unbedingt mal bringen, was sich das einfach verdient hat. Und hat auch ein gutes Spiel gemacht, unabhängig von seinem Tor. Den hat er da ein bisschen reingemogelt. Aber Tor ist Tor, fragt morgen keiner mehr nach. Und das freut mich ungemein, auch wieder für Nils Heidemann. Vor zwei Wochen eingewechselt, macht in der 90. Vor zwei Wochen das 2:0 gegen Rastede. Heute nach einem sensationellen Spielzug in meinen Augen haut er das Ding in Knick. Das waren Tore, wo man sagt, Mensch, so schön kann Fußball sein. Ja, eine Geschichte auch noch, finde ich auch ganz toll, hat auch aus meiner Sicht in den 15 Minuten, in die er gespielt hat, einen guten Eindruck gemacht, Bogarde. Ja, Bogarde ist ja ein ganz feiner Fußballer, hat ganz, ganz viel Technik und er kommt immer einen Schritt näher ran. Er macht im Training schon überragende Sachen. Er bekommt momentan viel Spielpraxis bei uns in der zweiten Mannschaft. Heute haben wir ihn zum ersten Mal gebracht und ich glaube, an ihm werden wir noch ganz viel Freude haben, weil er einfach ein Spieler ist, der immer ein, zwei Gegenspieler austanzen kann. Und auch so wie heute, hat er vielleicht ein bisschen mehr Mut gehabt, hätte er auch noch getroffen, weil die Möglichkeit zum Abschluss war da, aber hatte sich vielleicht noch nicht getraut. Aber das kommt im nächsten Spiel ganz sicher. Genau, jetzt hat man natürlich am Freitagabend 6:1 gewonnen. Jetzt hat man ein schönes Wochenende vor sich.
Ja, absolut. Wenn man Freitagabend spielt und Freitagabends gewinnt, ist das Wochenende immer ruhig und entspannt und man kann auf die Kontrahenten gucken, was wir natürlich dann auch machen werden. Alles klar. Alles Gute und schönes Wochenende. Danke dir auch. Arian Scheider, jüngster Spieler im Dress des WSC Frisia. Du hast dich richtig mächtig gefreut, hast schön aufs F geklopft. Du hast dein erstes Tor erzielt. Wie hast du es gesehen aus deiner Sicht? Schilder mal kurz. Ja, war auf jeden Fall sehr unerwartet. Aber natürlich umso größer die Freude, dass der Ball dann reingegangen ist. Kannst du die Szene, die ist ja irgendwie so ein bisschen, ich würde mal sagen, Anzeigler würde sagen, Kacktor des Monats, aber drin ist drin, oder? Ja, ich würde mal sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, und wie gesagt, war unerwartet, dass der Ball dann vor die Füße kommt. Aber ich sag mal, wenn man da im richtigen Moment reagiert, dann ist der Ball auch drin. Wie groß war die Freude nach dem Tor? Die, ganz ehrlich? Es war, glaube ich, mit Abstand die größte Freude, die ich hier hatte bei einem Tor. Okay, alles klar. Dann feier schön und ja, 6-1 gewonnen am Ende, denke ich, auch hochverdient, oder? Ja, auf jeden Fall so. Wie gesagt, auch großes Lob an die Mannschaft, dass wir uns so zusammengeschweißt haben und auch die Sachen, die die Trainer uns vorgeschrieben haben, umgesetzt haben. Und ja, also ein ganz großes Lob an die Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch, du Knipser. Danke. Gut. So, bei mir ist jetzt Sascha Theil. Erstmal schön, dass du wieder zurück im Mannschaftstraining bist. Hat noch nicht ganz gereicht für den Kader, aber du wirst auch so langsam, glaube ich, wieder rangeführt. Wie schwer ist es tatsächlich, draußen zu stehen, mitzufiebern und dann auch noch den Ticker zu schreiben? Okay, ganz ehrlich, Horror. Ist wirklich schlimm, aber ich freue mich für die Jungs, wenn es so läuft. Ticker schreiben bringt auch ein bisschen Spaß, aber ich freue mich auch, wenn ich ihn wieder abgeben darf und jetzt wieder langsam angreifen darf, aber wirklich Schritt für Schritt. Genau, 6-1, ich habe mit beiden Trainern gesprochen, Jörg Frerichs aus Aberhausen sagt, ja, vielleicht ein, zwei Tore zu hoch aus Aberhausener Sicht, Blase sagt, auch in dieser Höhe verdient, nach hinten raus, glaube ich, konnten wir endlich auch mal von der Bank nachlegen. Ja, absolut, also erstmal freut mich mega für Arian, dass er getroffen hat und auch Nils, er kommt wieder rein und trifft wieder. Ich denke auch, dass die Höhe in Ordnung geht, wir haben viele Chancen gehabt, Ibo wird noch meiner Sicht elfmeterwürdig gefoult. Deswegen finde ich, geht auch die Höhe in Ordnung, auch wenn Aberhausen die ein oder andere Chance hatte. Genau, war eigentlich kurz vor unserem 1-0, haben, ich denke mal, Dijk und Percy das überragend gemacht. Eigentlich im Prinzip müsste vorher aber auch schon Brian vielleicht die Führung machen? Ja, ich denke schon, aber das ist nun mal so, wenn man als Stürmer vorne ist, dann hat man immer mal einen vor der Flinte und dann ist es auch in Ordnung, wenn er mal daneben geht. Und Percy, wie der da wieder durchgeht und mit aller Willenskraft das Gegentor verhindern will, ja, das ist einfach Percy und das ist seine Einstellung. Mega. Genau, ich habe gehört, dein allererstes Trikot war ein Oliver Kahn-Trikot, aber passt dir nicht mehr, oder? Nee, das passt mir nicht mehr, auf keinen Fall. Alles klar, ich wünsche dir auf jeden Fall auch noch ein schönes Wochenende, feiert jetzt schön, ihr habt das verdient, macht dem 6-1. Danke.